the ball in the concrete chicken. Der Sevler Weingabbro ist immer lebendig und interessant. Da trifft man sich nicht nur Sevler, nein, man trifft auf Sevler, auf Auswärtige und auf Sevler. Auf Sevler eben, wie es lebt und lebt. Sympathisch und interessant. Amtierende Schul- und Gemeinderäte servieren, das ist Tradition. Damals sind auch zwei abtretende Räte dabei gewesen. Und die neuen Kandidaten, die hat man eingeladen. Die Wahl ist ja schon in ein bisschen mehr als einem Monat. Für die Stimmung gesorgt die Band Blues Shoes. Übrigens halb in Sevler Hand, genau in Ranzer Hand. Hier also kommt man ins Gespräch mit denen, die hier sind. Dermal habe ich mich auf die anwesende Kandidatin für das Schulratspräsidium und die beiden anwesenden Kandidaten, einerseits für das Schulratspräsidium, aber auch für den Gemeinderat, konzentriert und einfach frisch von der Leber weggefragt. Zuerst der Andi Götz. Ja, Andi, gell? Sehr verstanden. Es ist gerade der Ruth hergekommen, der Gemeinderat hat gefragt, was macht man nicht alles? Ja, Andi, warum macht man das? Eigentlich bin ich jetzt doch in einem Alter, wo ich mich entschieden habe, nur noch zu machen, was mir Freude macht. Ich mache das, ich kandidiere als Schulratspräsident von Sevelen, weil ich das Gefühl habe, der Job hätte mir Freude machen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, weil ich einfach glaube, dass ich das gut könnte. Ich habe viel Lebenserfahrung, ich habe viel Führungserfahrung, ich kann Leute gut moderieren, ich habe Millionenbudget verwaltet an früheren Stellen. Mir hat das richtig Spass machen, das ist nur 50%. Ich habe einen Haufen anderes, was ich jetzt noch mache, auch noch machen. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ich gewählt werde. Ich wäre top motiviert, um den Job zu machen. Für mich geht es überhaupt nicht darum, dass ich denke, das muss jetzt jemand machen. Jetzt beiß in den Sauröpfel, nichts von dem. Mir würde das Spass machen. Ja, und Andi, gell? Also, du wärst ja dann eben auch mit Gemeinderat, zum Beispiel zusammen mit dem Edi Neuhaus, oder? Ja, also für ihn ist die Sache ja schon geritzt, oder? Er hat ja keine Gegenkandidaten. Wenn ich gewählt werden hätte, dann wäre ich mit ihm im Gemeinderat. Das ist jetzt eigentlich für mich noch eine schöne Vorstellung. Ich glaube, er macht seinen Job sicher gut. Ihr macht beide einen guten Job, ein Edi einen guten Job. Edi, wie tut man sich denn so etwas an? Ich denke, es ist eine Bereicherung zu der Aufgabe, die ich jetzt mache, im Kanton. Ich denke, dann kann ich auch mein Fachwissen erweitern. Einmal kenne ich die Seite vom Kanton und andererseits lerne ich auch die Seite kennen, also Bedürfnisse und Anforderungen in der Gemeinde. You know what's going on?
bei Hans Jürg. Hans, das schaust du bei der Petra zu. Ist sie deine Kandidatin? Wenn ich könnte wählen, 100%. Vielen Dank. Und Peter, wie tut man sich so etwas an, in deinem jugendlichen Alter? Die Frage darf ich jetzt leider nicht beantworten. Warum nicht? Es ist mir ein Vergnügen, mir das anzutun. Echt? Ja. Ist das immer ein bisschen dein Wunsch gewesen? Back to the roots, back zu Sevelen? Es ist tatsächlich ein persönliches Anliegen, ja. Beitrag leisten ans Schulwesen, an wie das alles funktionieren soll, ja, ich glaube schon. Das heisst mit der Antwort, du wärst schon im Gemeinderat rein, dann, gell? Du richtig. Bist eine Frau. Es hat jetzt ja viele Frauen gehabt, die natürlich eben dort dann auch in der Spitze waren beim Schulrat. Das würde eigentlich die Linie, die wir jetzt haben, so ein bisschen fortsetzen, oder? Ja, richtig. Was wären so also deine grössten Anliegen, so deine Vorstellungen? Oder lässt du alles mal auf dich zukommen? Also grundsätzlich alles auf mich zukommen lassen und natürlich die Stabilität von dem Schulwesen mal beibehalten. Und nachher kommt dann alles, wie es kommen muss. Es hat so viele Themen, die jetzt von allein werden kommen, Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort Digitalisierung. Und ich glaube, es kommt dann von allein. Und das alles können so stabil behalten, dass man die Änderungen wirklich aktiv mitmachen kann. Das wäre so ein bisschen mein Ziel, ja. Und die Änderungen, die machst du auch in deinem abgestammten Beruf bei der Bank natürlich ständig mit. Also bist du eigentlich mitten drin, gell? Digitalisierung, etwas Neues in Angriff nehmen. Da bist du ständig drin, oder? Ja, das sind für mich natürlich alltägliche Themen. Wie kommt man so auf dich zu jetzt hier? Das ist noch schwierig zu sagen. Also mein Leben wird sich wahrscheinlich um 180 Grad verändern. Aber ich freue mich wirklich drauf. Es wird sicher die Sozialkomponente mehr Gewicht tragen. Ich darf ein bisschen mehr mit Familie zusammenarbeiten, mit den Kindern. Es war mir wichtig, dass jetzt auch das Emotionale ein bisschen mehr Gewicht trägt. Und ich glaube aber, sonst wird sehr, sehr viel von meinem aktuellen Beruf, den ich bereits ausübe, darf ich weiterhin machen. Organisation, Strukturierung, die ganzen Fäden, vor allem ein bisschen zusammenheben. Mit unterschiedlichen Parteien arbeiten. Das kommt nachher genau auf mich zu. Jetzt nachher sind es halt nicht mehr irgendwie ein Amt oder sag jetzt mal die Bankenbranche. Nachher sind es neben Kinder, die Lehrer, die Schulleitungen. Ja, und so darf ich eigentlich kombinieren aus Bestehendem und Neuem. Also Petra, also rausgehört nicht nur gerade Up-Down, sondern auch so ein bisschen verbindender Charakter, also miteinander etwas machen, ja, oder? Richtig. Das ist für mich absolut wichtig. Und im Rahmen von dieser ganzen Vorbereitung oder in dieser ganzen Kandidatur durfte ich jetzt wirklich mit den Schulleitungen reden, mit Lehrern, mit Eltern, mit bestehenden Schulräten, mit dem Gemeinderat. Und es ist wirklich spannend. Das ist wirklich ein grosses Ganzes, das berücksichtigt werden muss. Und es steckt so ein gutes Team auf allen Ebenen. Es steckt wirklich ein sehr gutes Team dort. Und dort dürfen mitwirken und eben vielleicht auch mal ein bisschen neue Gedanken reinbringen. Ich glaube, das kommt gut, ja. Da haben wir Leute als Untergebene sozusagen, die viel mehr verstehen von der Sache als du selber als Chef. Die muss man machen lassen, so viel wie möglich. Man muss schauen, dass die Strukturen klar sind, dass die Projekte klar definiert sind, dass man die Finanzierung hat. Aber letztlich sind die Leute, die Schulleitung und die Lehrer, sind eigentlich die die Sachen umsetzen. Und man muss denen sehr viel Vertrauen geben, man muss denen sehr viel Freiheit geben. Selbstverständlich bist du am Schluss oben dran, musst herstehen, musst mit dem Gemeinderat kommunizieren, musst mit der Bürgerversammlung kommunizieren. Aber grundsätzlich hätte man hier eine Situation, wo die umsetzen, eigentlich viel mehr wissen als der Chef, und das muss man auch respektieren. Also es geht ums Miteinander, gell? Also es ist eine eindeutige Frage vom Miteinander. Letztlich ist die Verantwortung beim Chef, die muss er auch wahrnehmen. Aber man muss auch ernst nehmen, man muss dazu stehen können, dass die Leute, die an der Front sind jeden Tag, dass die das Fachwissen haben und ich nur der bin, der koordiniert, der lenkt, der schaut, dass alles in guten Bahnen bleibt. Little money coming, little dollar bill. Sarah, send me your folks, because you sure you never can tell.
Bühne.